Einen wunderschönen guten Tag miteinander, Freunde der Hitzewelle. Ich bin angemessen gekleidet und ich hoffe, ich errege euch nicht zu stark. Ich habe wieder einiges an Fanpost vor mir und auch noch Kleinkram, so viel und wie lange das Herz begehrt. Na ja, gut, die Zeit ist da. Es ist wirklich warm wie Sau. Starten wir mal mit etwas sehr Schmalem, um die Euphorie zu steigern. Weil umso schmaler, umso magerer. Hier ist einiges flüssig. Ich hoffe, ich kann mich an dem Inhalt laben. Würde mich sehr freuen. Ich habe nämlich Durst. Und auch grundsätzlich nichts dagegen, mich zu alkoholisieren. Ich bin schwerer Alkoholiker. Was soll man dazu sagen? Alkoholschutzgebiet, das passt doch wie die Eichel in den Darm des eigenen Onkels. Also das ist schön. Alkoholschutzgebiet, das ist Kunst, das ist schön, das macht mich glücklich. Geil. So viel Wand habe ich gar nicht, um das alles aufzuhängen. Ein Geschenk von Michael Nasenbändiger. Guten Margon. Lieben Gruß aus dem K11 Hauptquartier von und zu Berg. Kapp von Michael Nasenbändiger. Von Michael Nasenbändiger, von Michael Nasenbändiger. Alter. Junge. Psychose. So, vielen Arsch. Ich habe übrigens gerade das Mädenvieh beliefert mit Unmengen von Lebensmitteln. Und diese verdammte Mais-Scheiße. Die ganzen Erbsen und so. Okay. Es geht wieder weiter mit der Mais-Scheiße. Das macht mich so wütend. Bitte keine Anfragen, ob ich jemandem dieses Zeug zusende. Ich werde niemals irgendwas zusenden. Es gibt genug Menschen in meinem sozialen Umfeld, die mir das einfach abnehmen und das abholen. Aber ja. Ein Geschenk von Schweiner Schinkler. Danke, Max Sowjetberg, für die Unterstützung. Eine Badeente. Von Ecosystems. Das sieht aus wie ein Werbemittel. Nee, Sommergewinnspiel. Wasserenthärtung von EcoWater. Registrieren und Ente behalten. Schon erledigt. Gut gemacht. Achso, Ente erhalten. Foto machen und posten. Kreatives Foto mit der EcoWater Ente Eddie. In oder mit Wasser machen. Mit dem Hashtag EcoWater Sommer auf Instagram oder Facebook veröffentlichen. Gewinn. Hauptgewinn ist ein EcoWasser. Wasserenthärter eurer Wahl. Warum nicht? Wasserenthärter ist immer eine feine Sache. Ich brauche zwar keinen, aber ich werde auf jeden Fall teilnehmen. Ich werde diese Ente voll pissen. Das mache ich, Alter. Das mache ich wirklich. Kauft mir Merch. Das mache ich. Vielen Dank für die Ente und die somit problemlose Teilnahme. Was ist denn das für eine Kacke, Alter? Ich habe Durst. Der Brand. Willy Brand. Was haben wir hier? Oh, geil. Perfekt, dankeschön. Das ist gut, das ist mega geil, ist das. Hier hat mir jemand eine frische Dose Surströmming geschickt. Mindestens haltbar bis Juni 23. Gekühlt und trocken lagern. Sehr schön, dankeschön. Das werde ich die Tage mal wiederholen, das Experiment mit dem Surströmming. Also die traditionelle schwedische Art und Weise, das zu verspeisen sozusagen. Hat mich sehr geärgert, dass der Fisch völlig vergammelt war. So. Hier sehen wir, es ist natürlich eine leichte Wölbung, aber nur eine ganz leichte. Die andere war ja schon komplett aufgewölbt. Das werde ich innerhalb der nächsten Tage vertilgen und dann ist der Fisch auch noch schmackhaft. Viele haben ja kommentiert, dass das irgendwie, dass ich das ausgewaschen habe in dem Wasser und da sich der Fisch aufgelöst hat. Das hat damit nichts zu tun, das muss man sogar so öffnen. Also der Fisch ist relativ hart noch. Also was heißt hart? Fest. Das ist nicht so, dass der zerfällt. Außer der ist vollkommen überlagert, so wie die Dose, die jetzt hier einige Monate, also ich glaube so 8-9 Monate, stand die, glaube ich, bei mir in der Küche bei 30 Grad gefühlt. Und da ist der Fisch dann natürlich, der zersetzt sich, weil da drinnen gehen Prozesse vor sich, das ist krank. Und wenn man es lange lagert, sollte man es sowieso in den Kühlschrank stellen. Und im Prinzip war der schon komplett aufgelöst, also ja. Aber wird wiederholt. Dankeschön. Kostet auch ein 20 ungefähr oder 15 Euro mindestens so eine Dose. Vielen, vielen Dank. Das freut mich. Ich wusste, dass ich mir keine bestelle. Weil ich wusste irgendwie, irgendjemand wird die mir schicken. Deswegen habe ich keine bestellt. Glück gehabt, wirklich.
Das muss ich, ja, ich kenne euch wirklich, ihr geilen Schweine. Weil ihr wollt, dass ich das nochmal fresse. Auf euch kann man sich verlassen. Ganze geschälte Tomaten gibt's auch nie genug. Ein Geschenk von deinem Deutschlehrer. Hochverehrter Herr Legastheniberg, wenn Sie noch einmal in Ihren Videotiteln ein Leerzeichen vor einem Satzzeichen verwenden, werde ich unaussprechliche Dinge tun. Gott verdomme. Von deinem Deutschlehrer. Also wenn ich zum Beispiel ein Fragezeichen, Ausrufezeichen, Kombi oder nur ein Ausrufezeichen im Titel habe, dann werde ich nach dem letzten Wort natürlich ein Leerzeichen machen, weil das auffälliger ist. Das ist ein Stilmittel. Ich bin ja nicht dumm. Ich weiß, dass da kein Leerzeichen kommt, aber das sieht viel besser aus im Titel. Dieses Ausrufezeichen wird so viel präsenter, wenn das für sich allein steht. Ich werde niemals davon ablassen. Bitch. Gut. Langer Brief. Sehr geehrter Herr Arschberg, nachdem der Lord persönlich in einem seiner Videoformate erklärt hat, dass auch Wasser Nahrung zum Wachsen braucht, habe ich zufällig als fauler Kackstudent Ihre Metengin-Website untersucht. Nach einem kurzen Ausraster zu vergleichen mit Schau, das Land gewinnst, stellte ich mir die Frage, ob die Webseite der Schänder in einem seiner Anfälle oder doch nur ein Kind mit einem Chromosom zu viel erstellt hat. Die Webseite muss nicht schön sein, das Produkt spricht für sich. Weiter sind mir noch folgende Dinge ins Auge gestochen. Deine Social Media Icons soll man verlinken, allesamt zu Shopify, nicht zu deinen Kanälen. Das ist mir scheißegal. Falls du zukünftig Interesse an noch mehr Alkoholiker unter deinem Namen hast, melde dich bei mir. Je. Ich habe ein Sample persönlich für dich erstellt. Sollte dir genau deinen Geschmack treffen. Der Erzfreund tritt junge Mädchen von hinten. Das stimmt. Der Schänder soll sich endlich wieder eine Katze wie Tabaluga holen. Na, das Tierleid ist nicht so eine gute Sache. Different Drinks. Ja, die Website muss nicht professionell sein. Wie gesagt, die ist nur dafür da, zu bestellen. Da muss man das Produkt nicht schönreden. Da steht drauf, was wichtig ist, also was die Inhaltsstoffe sind. Ich meine, das ist Mädchen. Ich sag dazu nicht, aber Achtung, Werbung, es folgt Werbung. Sie sehen Werbung. Das ist das Produkt. Und der Inhalt, das Getränk ist hier das Wichtigste. Das bestellt man blind und man wird dann zufrieden sein, wenn man es genießt. Deswegen ist alles andere scheißegal. So, das kann ich wirklich von ganzem Herzen mit Überzeugung sagen. So, eine schöne Webseite hat nur wirklich ein Produkt nötig, das es nötig hat. Ja. Was ist denn das? Okay, es hat schon mal eine sehr krasse Farbe. So lila, aber schön. Ob man es sieht. Gut, das sieht jetzt bestimmt für mich cool aus, weil ich es gegen das Licht halte. Oh, ich sehe das jetzt bestimmt nicht so cool aus. Sample Adler Sonnenlikör 18%. Different Original Hard Seltzer. Different Drinks Julian Singer. Das würde ich mal in den Kühlschrank stellen. Weil wenn ich das jetzt so koste mit der Wärme, die es hat, wird das auf keinen Fall schmecken. Da bin ich mir ganz sicher. Das nehme ich zum nächsten massiven Suff mit. Also ich bin jetzt erstmal 2 Wochen in der Schweiz. Bis zum Nationalfeiertag. Um dort unter anderem mit dem Arthur das größte Feuerwerk Europas zu genießen. Aber im August werden sich sicherlich einige Daten finden, wo wir uns besaufen werden hier im Dresdner Kreise. Und da wird das gesoffen. Vielen Dank. Was auch immer das genau ist. Hard Seltzer mit 18%? Mystisch. Aber gut. Vielen Arsch. Gut. Das ist ein relativ schweres Paket hier. Amazon. Prime Day. Ja, also der Amazon Essig-D in diesem Fall. 3 Bullen Esch. Ohne Zettel. Ist aber auch ruhig. Ihr seid unter aller Sau. Unter aller Sau. Geschenk von Daniel von Darmstadt. Sehr geehrter Arschberg, da Sie sich vehement verweigert haben, das Babypuder für den Afro-Germanen auf Ihre Poperze zu schmieren, sende ich Ihnen nun dies. Selbst Darm schuld dafür. Daniel von Darmstadt. Junge, ihr seid doch wirklich krank!
So, hier steht oben. Deswegen werde ich es von unten öffnen. Ich hoffe, das hat schwerwiegende Folgen. Oh, das sind Getränke. Ich hoffe, jetzt kein Schnaps, weil ich habe wirklich Durst und will die jetzt direkt zu mir nehmen. Ich bin, wie gesagt, schwerer Alkoholiker. Ui, was haben wir hier? Pirat Bier. 10,5% mit 25 Cent Pfand, was zum Geier. Okay, das war jetzt nicht unbedingt so das, nach was es mir dürstet. Warmes Starkbier. Ui, Mountain Dew Zero Sugar. Das sieht sehr interessant aus. Das sind Importe. Das kommt schon mal in die höhere, in die engere Auswahl, was ich jetzt verzehren würde. Auf jeden Fall ist es in einer ganz, ganz engen Auswahl, wirklich. Eine ganz, ganz engen Auswahl. Was haben wir hier? Xingu Black Beer. Smooth Silk. 4,6%. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt schon mal Platz 1. Das ist schwarzes Bier. Nochmal eine Flasche Pirat. Oh, das ist heute interessant. Ganz interessant hier. Oh. Was haben wir hier? Blauer Bock gespritzter Cola. Apfelwein-Mischgetränk. 4,2%. Ja, muss ich schon fast sagen, der ist noch weiter oben jetzt. Sehr interessante Zusammenstellung. Noch eine Flasche Pirat. Das ist mal so ein Trio für den Onkel, Superfahrer und mich, dass wir uns schön zulegen können, zu dritt. Stone Ripper, San Diego Style Pale Ale. Meistens nicht so mein Fall eigentlich. Okay, jetzt muss ich wirklich mal von oben ran. Jetzt komme ich nicht an den Rest. So. Ein herrliches Sammelsurium von Getränken. Herrlich. Noch ein Mountain Dew. Oh, das ist... Heute hat es sich gelohnt aufzustehen. Ohne Scheiß. Effekt mit BCAAs. Freut sich der Schänder. Wenn er mal zu Besuch ist wieder. Geil. Geil. Sehr geehrter Herr Piratenberg. An bei sende ich feinste Importware in den Osten. Die belgische Piratenbrühe hat über 10%. Aber wie heißt es so schön? Echte Piraten stechen auch in das Rote Meer. Ja, ich lecke auch unten rum, wenn sie ihre Tage hat. Die soll mir den Lümmel ja auch blasen, wenn er stinkt. So einfach ist das. Ein Schwanz lutscht den anderen. Ansonsten gibt es noch reinsten Diabetes in Flaschenform zur qualvollen Verendung. Leider musste ich aufgrund der Arbeit aus dem Osten fliehen und bin nun in Frankfurt gelandet. Dort gibt es schmackhaften Apfelwein mit Cola, falls du mal wieder in FFM bist. Lass es mich wissen, dann besuchen wir das Döner... Das Dönerboot? Fürstliche Grüße in meine alte Heimat, dein Baron von Nougat. Instagram bitte nicht vorlesen. Okay. Gut, dann werde ich mir doch das jetzt hier reinpfeifen. Blauer Bock. Weil das wahrscheinlich die Stadt Frankfurt am besten repräsentiert. Blauer Bock Cola, 4,2%. Melkfett, ihr Bastarde! Angenehme 28 Grad. Also so 25 Grad Kälte und es wäre ein Gaumenschmaus. So ist es wirklich eine Qual, aber solange es ballert, solange es ballert, sind wir alle glücklich. Es muss ballern. Ein Geschenk von Ninos Transenschwester. Fristest du Zins... Ja. Das ist wieder ganz harter Tobak hier. Wurde wieder im Rausch bestellt in irgendwelchen Garagen. Nach dem halben Kasten Stierbier. Der Hauptschulabschluss mal wieder gekickt. Ein Geschenk von Montana Black 88. 10 Subs für jede gegessene Tüte von Maisstäbchen. Geschenk von Professor Matt. Ich
bin dick und mag Mozzarella. Wenn ich esse, dann meist nicht nur einen Teller. Und momentan verstecke ich mich bei Marion im Keller. Omega Roll. Mann, 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 was hier schon wieder los ist. Filterdosen-Abzweigdeckel. Die werden selbstverständlich als Spenden dann verschickt. Um was Gutes zu tun. So, die brauchen die da unten ja bestimmt. Ein Geschenk für Sie. Ein Geschenk von Incognito Modus. Ich grüße meine Oma und Jürgen den Würger. Bitte im Video exen. Das ist sehr schön. Das kann ich meiner Freundin schenken. 2 Jahren. Achso, nee, das kann ich meiner Oma schenken in 8 Jahren. So Gott will. Das wäre wirklich schön. Ohne Scheiß. Naja, die Regierung muss gestürzt werden. Das kann ich wirklich mit gutem Gewissen vorlesen. Das ist wahr. Weil natürlich mit allen uns vom Rechtsstaat zur Verfügung gestellten Mitteln. Mit nichts anderem. Keine Gewalt. Wobei ich eigentlich ungern Kritik am besten Deutschland, das wir hier hatten, ausübe. Deswegen verpisse ich mich ja auch heute Nacht schon wieder. Das hältst du ja wirklich nicht aus auf Dauer. Das hältst du einfach nicht aus. Mann, Alter. Ich dachte, die kommen als Autogrammkarten zum Medengin von Nino. Ja, das ist richtig. Wir haben Probleme. Schwerwiegende Probleme. Deswegen gibt es die Geschenke. Aber es werden Dinge geschehen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es werden Dinge geschehen, das ist krank. Das sind Dinge, die sind so krank, dass ich noch nicht mal selber weiß, was das sein wird. Aber es wird krank. Es wird geisteskrank. Wir haben die Scheiße noch da, aber wir dachten uns eigentlich so, das wollen wir den Leuten nicht antun. Mal gucken, was noch kommt. Ein Geschenk von Nino. Schickt mir massive italienische Literatur. Die Apollo 13. Diese Mission hat niemals stattgefunden. So, wir haben noch ein schönes Paket. Das ist schwer. Deswegen öffne ich das später. Ich hab einen Puff. Ach, es ist ein schönes Gefühl, wenn es knallt, wenn es langsam in die Blutbahn geht. Oh. Mm. Das füllt dich so mit Leben. Vorher, wenn man so nüchtern ist, dann ist man so tot. Und sobald das Suff auch nur ein bisschen spürbar ist, man wacht wirklich auf, man wird erstmal zum Mensch. Ein Geschenk von Daniel von Darm. Sehr geehrter Herr Mast-Darmberg, anbei sende ich Ihnen wie gewohnt feinsten jeden Tag Essig. Der Essigsturm wird niemals enden und jetzt begeben Sie sich endlich preis, ob Mimon noch lebt, sonst schicke ich Bücher. Ich habe doch schon 10-mal gesagt, Mimon lebt. Ihm geht es gut, da wo er jetzt ist. Warum wird das denn immer und immer und immer wieder gefragt? Dem Mann geht es gut. Oh! Ui, oh, 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 geil! Geil! Ich glaube, das hatte ich sogar auf meiner Wunschliste. Kann das sein? Ein Geschenk von ein edler Voyeur. Sehr geehrter Herr Herzberg, bitte im Video mit dem Gast verköstigen. Gruß in die... Ich will jetzt die Adresse des Mannes nicht liegen, aber ich weiß nicht, ob das von demjenigen ist oder ob das ein Gruß sein soll. Na gut, mal gucken. Das ist krank. Blair's Ultra Death Sauce mit Jersey Fury. Feel Alive. Und zwar habe ich ja vor einer Weile mal, also ich habe noch 5 solche Packungen von diesen ganz, ganz scharfen Ramen-Nudeln drüben liegen in der Küche. Und habe da mal so die Jungs so gefragt, ja, habt ihr mal wieder Bock auf eine Challenge? Und die haben so gesagt, ja, es ist zu langweilig, es ist zu mager, da muss noch was ran. Und das hier ist die Lösung. Diese Soße da drüber zu schütten. Die ist krank.
Hier steht jetzt zwar gerade nie, wie viel Scoville die hat, aber die ist richtig geisteskrank. Die ist richtig geisteskrank. Blair's Ultra Death Soße mit Jersey Fury. Da werde ich mich natürlich auch beteiligen. Das ist jetzt das letzte Puzzleteil an der neuen Challenge. Also anstatt es jetzt zu verkosten und ein bisschen zu schwitzen und zu heulen, was ja völlig langweilig ist, wird sich das natürlich in rauen Mengen reingerendert. Ich habe mir seit mittlerweile, glaube ich, ein Jahr fast einen Magen nie verdorben mit sowas, aber jetzt ist es mal wieder an der Zeit. Da habe ich vor einer Woche wieder Schmerzen, aber das ist es wert. Geil. Mitte August geht's los. Da sage ich schon mal Bescheid den Bras. Da werden 5 arme Seelen sich um diesen Tisch versammeln. Oh ja. Geil, vielen, vielen Dank. Heute sind wirklich feine Sachen dabei hier. Feine Sachen. Okay, das ist ein Ralph-Lauren-Karton. Kommt wohl aus dem reichen Westen. Sehr geehrter Max, du bist witzig. Lies die Reitbücher und gib den Bitches Tipps, wie sie auf deinem massiven Schwanz reiten sollen. Viele Grüße aus Taschistan. Taschikistan. Gibt's das? Taschikistan? Das ist ein Taschikistan. Bestimmt ein virtueller Ort aus einer Serie oder einem Film, den ich gerade nicht zuordnen kann. Das sind 2 Briefumschläge, die werde ich gleich öffnen. Die Reitabzeichen. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt kein Freund der Reiterstellung. Da habe ich immer Angst um meinen Pimmel. Und da kommt man auch immer viel zu früh. Das ist mir nichts. Da bin ich nicht entspannt. Das ist kein entspannter Fick. Weil in der Regel zerrammelt dir die Alte da oben einfach nur den Schwanz. Ja, warum auch immer ich das jetzt gesagt habe. Es ist so. Also. Das ist eine Münze. Ein Franc von 1961. Das war die Währung in Frankreich, bevor die den Euro bekommen haben, oder? Ja, ich glaube schon. Was soll denn das? Irgendwelche Wertmarken, Korbmarken. Die sind so schön verpackt. 100 Jahre LAV Kalthof. Warsteiner Grillmatte. Das ist eine Grillmatte. Die Grillmatte eignet sich, um Fleisch, Fisch, Gemüse, Kartoffeln und ähnliches auf Holzkohle, Gas und Elektrokills zu garen. Ach so, das legt man auf den Grill. Da hat mein Großonkel letztens, glaube ich, Gemüse war das, glaube ich, drauf gemacht, so Paprikazeug. Ist eigentlich gar nicht mal so dumm. Vielen Dank, da gibt das keine direkte Hitze ab, aber irgendwie leitet das trotzdem weiter. Das ist eigentlich gut. Da spart man sich die immer wieder zu kaufen, denn ja, Aluschalen. So ein Ding ist der größte Rotz. Ich hoffe, ich kriege nur 20 Cent auf dem Trödelmarkt dafür. Oh, die Handschuhe sind geil. Mein letztes Paar habe ich einem Schänder damals gegeben. Solche Handschuhe sind immer richtig gut. Vielen Dank. Da ist was eingewickelt. Ein Coca-Cola-Glas. Na ja. So, in was haben wir noch? Oakley, Regenjacke, der Windjacke. Was soll denn das? Warsteiner, ich hasse Warsteiner, wirklich. Glas. Na gut, Warsteiner ist nicht das schlimmste Bier, aber Warsteiner. Wirklich, wenn ein Restaurant von Warsteiner gesponsert wird und das so draußen dran hängt, schon das Schild, dann denke ich mir schon, nee, das esse ich nicht. Wirklich so. Das ist eine Größe L. Das ist ein Windbreaker, ein guter. Warum schickt ihr denn diese Jacke? Die ist doch in super Zustand. Kapuze, das ist eine schöne Jacke. Größe 11. Die behalte ich auf jeden Fall. Ein Raucherhaushalt, aber riecht doch angenehm. Ihr seid teilweise Millionäre, wenn ihr sowas als Verpackungsmaterial verwendet. Das ist faszinierend für mich. Das ist wirklich faszinierend.
Ja. 5 Minuten haben wir noch ungefähr. Dann ruft die Pflicht. Dann muss ich harte Dienste verrichten. CD-Leerhüllen. Das macht mich schon wieder aggressiv. Das macht mich richtig rasend, muss ich gestehen. Dieses gottverdammte Eiershampoo, das ist jetzt das 4. Mal, dass ich das bekomme. Ich benutze das immer für Schaumbäder. Das mache ich immer in die Wanne rein und dann lasse ich Eichelkäse. Dann lasse ich das Wasser massiv reinrammeln und dann... Aber die haben das Design geändert. Das alte hatte so eine richtige Sackform. Und das war auch einiges anzüglicher Design. Bin enttäuscht, heutzutage ändert sich sogar das Eiershampoo. Der ganze Witz ist weg. Wirklich? Kastriert wird man heutzutage, wenn man irgendwas Witziges auf den Markt bringt, was ein bisschen anzüglich ist. Zum Kotzen ist das! Ein Geschenk von Sektion Mast. Bitte direkt mit der Zunge leeren, wer auch immer es auspackt, von Sektion Mast. Bonnemann Erdbeerkonfitüre. Das ist immer so an Frühstücksbuffets. Süßer Mist. Oh, wenn die durchschnittliche Fotze mal so schmecken würde, Alter, ohne Scheiß. So. Ui, ui, Memo. Irgendwann kann ich zu wetten, das, weil ich weiß, was es ist. Ich kann es fühlen, Mann! Halt die Fresse, fick die Presse von Nino. Grußnachricht zur CD Hüllen Schwarz 5er Pack. Geht hier ab. Hm. Ihr wisst schon, dass diese Geschenkverpackung alle 3,99 kosten, oder? Ein Geschenk von Max Herzberg. Hallöchen, Herr Steuererziehungsberg. Ich grüße Jürgen, den Bürger und Herrn Geschäftsmann. Huuut. Lull. Also dieses Huhn freut mich immer wieder. Besser als Mais-Scheiß. Also der Lebenswille schwindet von Paket zu Paket. Oh, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Das hier machen wir noch. Danach ist Feierabend. Ein Geschenk von Nino. Bitte schickt unbedingt mehr Rohrleitungskennzeichnungen. Ist ja bunt verpackt. Sauerstoff. Das sind wirklich Rohrleitungskennzeichnungen. Ja,
An dieser Stelle möchte ich mich bedanken für jedes dieser Pakete. Gottes Segen soll euch allen gewiss. Trinkt immer schön viel, also Wasser. Stay hydrated, wie man heute so schön sagt. Schickt weniger CD-Hüllen und mehr Suff und Eiershampoo und fermentierten Gammelfisch. Ja, also an dieser Stelle wirklich vielen Dank fürs Anschauen. Und eine angenehme, erfolgreiche Woche noch. Ich werde jetzt wichsen. Und zwar auf alte Fotos von mir. Von vor über 12 Jahren. Ich habe schwerwiegende Probleme.